Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute spektakuläre Wende. Held jetzt doch neuer FC-Sportchef. Der erste FC Köln schaltet offenbar in den Krisenmodus. Bei einer Sitzung am Sonntagabend wurde nach Informationen hitzig diskutiert und man schwenkte spät noch in einigen wichtigen Fragen um. Nicht nur der neue Trainer wird morgen vorgestellt, sondern auch ein neuer Sportchef und der heißt jetzt Horst Held. Der Ex-Manager von Hannover 96 war in den vergangenen Wochen im Vorstand auf Ablehnung gestoßen. Unter anderem, weil kurz bevor Armin Fee seinen Aus beim FC bekannt gab, seinen Vertrag bei den Niedersachsen auflöste. So mancher vermutete eine Absprache, kennen sich Fee und Held doch noch aus gemeinsamer Stuttgarter Zeit. Frank Ahlen und Alexander Werle brachten die Wende. Aber am Sonntagabend wendete sich das Blatt. Offenbar hatten Interimssportchef Frank Ahlen und Finanzchef Werle noch einmal vehement für die Verpflichtung des erfahrenen Managers plädiert. Bei der anschließenden Diskussion gingen die Meinungen auseinander. Am Ende sprach sich die Mehrheit im gemeinsamen Ausschuss bei der neuerlichen Abstimmung für die Verpflichtung von Held aus. Dabei soll er weniger die Kaderplanung übernehmen, die weiter in den Händen von Ahlen liegen soll. Der in Königswinter geborene FC-Ex-Profi soll als Sportler der Geschäftsführung von Mannschaft und Trainerteam nehmen. Wie Gisdol soll auch Held erstmal helfen, den Abstieg zu verhindern. Was dann ab Sommer passiert, ist nach Express-Informationen noch offen. So, das war schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was haltet ihr von dem aktuellen Geschehen im 1. FC Köln? Schreibt es einfach mal in die Kommentare oder guckt euch das nächste Video an. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.